Grundlegenden Bedingungen für die Aufnahme eines Staates in die Konföderation Erde. Konföderation Erde soll eine planetare politische Einheit sein. Konföderation Erde als politische Organisation wird auf dem freien Zugang und Austritt konföderierter Staaten in oder aus ihr beruhen. Die grundlegenden Bedingungen für die Aufnahme eines Staates in die Konföderation Erde sind die folgende. 01. Dass der Bundesstaat keine Armee hat. 02. Dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Frauen duldet. 03. Dass das Bundesland keine Gewalt gegen Kinder duldet. 04. Dass der Bundesstaat keine Gewalt gegen Tiere duldet. 05. Dass das Bundesland keine Korruption in öffentlichen Dienstleistungen duldet. 06. Dass das Bundesland keine Gewalt der Kampfkunst trainierten Männer, außerhalb der Kampfsportwettkämpfe, duldet. 07. Dass das Bundesland keine Gewalt der Kampfkunst trainierten Frauen, außerhalb der Kampfsportwettkämpfe, duldet. 08. Dass das Bundesland, in seinen bürgerlichen Gesetzen, die Möglichkeit die Todesstrafe auszuüben hat. A. Für jeden, der ein Kind vergewaltigt hat. B. Für jeden, der aus materiellem Interesse ein menschliches Wesen tötet. C. Für jeden, der aus Eifersucht ein menschliches Wesen tötet. D. Für jeden, der aus Rache ein menschliches Wesen tötet. E. Für jeden, der nach einem Brauch des Stammes, Volkes oder verbündeten Staates, ein menschliches Wesen tötet. F. Für jeden, der eine Person, unter 21 Jahren alt, süchtig nach harten Drogen macht. 09. Dass das Bundesland die Homosexuelle nicht verfolgt. 10. Dass der Bundesstaat die Öffentlichkeitsarbeit, Publicity, Reklame, Verkaufsförderung, Werbung der Homosexualität nicht zulässt. 11. Dass der Bundesstaat den männlichen homosexuellen Paaren die Kinderadoption nicht zulässt. 12. Dass der Bundesstaat den freien Verkauf aller Arten von Drogen und Opiaten in Geschäften für den Verkauf von Arzneimitteln und alkoholischen Getränken zulässt. 13. Dass der Bundesstaat alle Religionen zulässt. 14. Dass der Bundesstaat den Verkauf aller religiöse, politische und philosophische Bücher in Geschäfte, die für den Verkauf von Büchern registriert sind, erlaubt. 15. Dass das Bundesland keinen Religionsunterricht weder in Grund- noch in Mittelschulen oder der Polizei zulässt. 16. Dass der Bundesstaat die Vermehrung religiöser Einstellungen durch private Besuche und bei Zusammenkünften in privaten Räumen nicht zulässt. 17. Dass der Bundesstaat jeweils für 3 Jahre isoliert einen Menschen, der vorsätzlich ein Denkmal einer religiösen Gruppe oder Person zerstört. 18. Dass der Bundesstaat jeweils für 3 Jahre isoliert einen Menschen, der, öffentlich oder privat, religiöse Überzeugung einer religiösen Gruppe oder Person beleidigt. 19. Dass der Bundesstaat kein Kindergeld über die Zahl von 3 Kindern pro Familie gewährt. 20. Dass der Bundesstaat Personen, die ihr Erwerbsleben beendet haben, das aktive Wahlrecht bei politischen Wahlen verwehrt. Sie können in den Vorstände und Regierungen gewählt werden, wenn sie in Lebenskraft sind. 21. Dass der Bundesstaat keine Stimmabgabe an einen Erwachsenen, der nicht alle politischen Programme aller Parteien und Politiker, die an politischen Wahlen teilnehmen, kennt, zulässt. 22. Dass der Bundesstaat keine Partei und keinen Politiker, der die politischen Systeme des 20. und früherer Jahrhunderte dieser Zivilisation nicht aufgegeben hat,
in das politische Wahlspiel einlässt. 23. Dass der Bundesstaat zulässt, dass der Präsident des verbündeten Staates nur ein Mensch sein kann, der alle Segmente des Absoluten kennt, das heißt, der universeller Stand der Dinge und Zweck des moralischen Lebens des Menschen verstanden hat, das heißt das Wohlergehen der gesamten Menschheit, durch das sittliche Leben menschlicher Individuen. 24. Der Präsident eines konföderierten Staates kann sein nur die Person, die nachweislich über das Wissen, in Punkt 23 erwähnt, verfügt. 25. Wenn eine solche Person in einem Land, das ein Beitrittskandidat für die Konföderation der Erde ist, nicht existiert, oder wenn eine solche Person in einem konföderierten Land gestorben ist, und es keine qualifizierte Person für die Position des Präsidenten des Landes, aus dem Volk dieses Landes, gibt, dann muss die Position des Präsidenten eines solchen Landes von einer qualifizierten Person aus einer anderen Nation, aus einem anderen Land ernannt werden. 26. Ausbildung aller Politiker, der gesamten Konföderation Erde, muss mit der philosophischen Literatur Metaphysik 5. Epoche von Dreyjolyub MVP ausgeführt werden. Muss. Vor allem, wenn wir uns an den politisch-philosophischen Dilettantismus des Bamberger Programms vom 9. Juni 1996 erinnern. 27. Konföderation Erde muss eine eigene Armee haben, um gegen große Banden zu kämpfen, die zahlenmäßig größer und bewaffneter sein können, als die Polizei des Bundesstaates, in dem die kriminelle Gruppierung tätig ist. 28. Die Konföderation Erde muss ein Verteidigungssystem gegen große außerirdische Körper und möglicherweise existierende außerirdische Wesen, die für den Planeten Erde gefährlich sein können, finanzieren und unterhalten. 12 hochgestellte 1 Wenn jemand aus der Erfahrung anderer nicht lernen kann, dass harte Drogen eine Katastrophe für den menschlichen Körper sind, dem erlauben wir sich umzubringen. Und es gibt eine edle Lösung, um Opiat, auf das für die Gesundheitsversorgung notwendige Maß, zu reduzieren. 19. Ich persönlich befürworte Abtreibung nicht, werde mich aber nicht einmischen, sondern nur die Meinung äußern, dass eine hohe Geburtenrate nicht unterstützt werden sollte. Hier bedeutet dies, dass die Person, die eine neue Ehe eingeht, auch die Kinder aus der vorherigen Ehe mitzählt. 23. Die Philosophie der vergangenen Jahrtausende beschäftigte sich mit der Suche nach Antworten darauf, ob es Gott, freien Willen, Unsterblichkeit der Seele und ewiges Leben gibt. Wie konnten Philosophen Antworten auf diese Fragen geben, wenn sie nicht wussten, was Gott ist, was die Seele ist, warum der Mensch einen freien Willen hat? Wenn es in einem Land keine Reserveperson für die Verwaltung gibt, wird die Verwaltung vom Rat des ZK übernommen. 25 Personen, die moralisch genug sind, um allgemeine Staatsangelegenheiten in einem konföderierten Staat zu führen, sind so moralisch, dass sie alle Angelegenheiten überall im Interesse jeder Nation führen werden.